Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Was haben wir denn heute auf dem Gabentisch? Machen wir heute wieder ein bisschen Sommer, was? Ja, ein Warsteiner steht da. Ein Summer Breeze. Okay, was ist denn da los? 5,2% Umdrehungen haben wir hier und das Ganze in einem Biermischgetränk. Naja gut, gucken wir mal, was es kann. War ein Geschenk gewesen, wurde mal mitgebracht. Dachte ich so, ja, nehme ich dankend an, haben wir noch nicht vorgestellt. Passt, Sommer 2019, der brutzelt richtig. Da nehmen wir eine Abkühlung hier, kann man mal machen. Was ist denn da drin? Summer Breeze. Ja, da ist Minze drin und Limettengeschmack. Erfrischend herb mit 5,2% Umdrehungen, steht sogar noch drauf. Warsteiner, das einzig wahre. Ja, vom Design her muss ich sagen, so ein bisschen retro. So ein bisschen Craft-Bier, nicht wahr? So in diese Richtung, so schaut's aus. Und das Ganze natürlich wieder in so einer transparenten Flasche. Was soll ich sagen, Leute? Naja, 0,33er Biermischgetränk. 80% Bier soll drin sein. Mal gucken. Und es soll absolut erfrischend sein. Ja, gut. Jetzt nur für kurze Zeit. Na dann wollen wir mal, würde ich sagen, oder? Machen wir mal auf. Ich bin gespannt, was da auf uns... Okay, das perlt ordentlich. Was da auf uns zukommt. So schaut übrigens die Kapsel aus. Die finde ich absolut gelungen. Die finde ich geil. Vom Design sieht die wirklich richtig cool sein. Finde ich cool. Wenn ich jetzt ein Sammler wäre, würde ich sie definitiv geil finden. Richtig sammeln so. Freut sich der Kollege aus Holland, dem ich die dann alle schicke. So, Entspannungsverdampfung ist drin. Aber minimal. Ja, ich habe jetzt einfach hier... Bierschwenker. Lass mal laufen, Freunde. Okay. Mhm. So. Zack, drin ist es. Oh, duftet ja schon wieder. So, Freunde. Sieht tatsächlich aus wie ein Bier. Überraschend, nicht wahr? Ist ein Bier, würde ich sagen. Sieht so aus. Zumindest 80% davon. Eins, zwei. Zwei fingerbreite Blume, etwa fein bis mittelporig, recht linear. Ein paar Luftbläschen oben drauf, die zerplatzen, die begrüßen einen, finde ich soweit okay. Von der Seite aus passt schon mal alles, finde ich gut. Trinktemperatur liegt zwischen 6 und 7 Grad aktuell. Klassische Bierfarbe. Ordentlich mittelgoldenes Getreidegold, so würde ich es bezeichnen, mit einem ordentlichen Gelbstich drin. Karbonisierung ist vorhanden, perlt ordentlich ab. Das Ganze wirkt ein bisschen wässrig, sage ich mal, aber okay, ist jetzt nicht eine wirkliche Tiefe, die ich da drin entdecke. Aber ist okay, sag ich mal. Blumenteppich ist vorhanden, keine Risse, keine Löcher. Bleibt sogar ein bisschen an der Glas... Ich bin überrascht, bleibt sogar an der Glaswand kleben. Ja, ist okay. Also auf jeden Fall so von der Optik, von der Ästhetik gibt es nichts zu meckern, Leute. Da würde ich 9 Punkte geben für die Optik, für die Ästhetik. Sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Sieht aus wie ein Bier. Ein bisschen wässrig vielleicht, aber okay. Lass mal nochmal durchgehen. Mal schnuppern. Wie Daimler, Alter, ist da Zahnpasta drin, Leute? Was ist denn das? Das stinkt nach Zahnpasta, aber nach einer ganz billigen, du. Das ist ja, was ist denn da los hier? Ja, das ist ja... Soll das so sein? Echt jetzt? Was war da drin? Minze und Limette. Ach, das ist Minze? Ist in der Zahnpasta Minze drin? Kann das sein? Ich glaube schon, mit Minze, Möhre und Salbei oder so. War mit so einem Biber immer so eine Werbung da früher. Das riecht wie Zahnpasta da drin. Da mag ich jetzt gar nicht trinken. Das ist ja gruselig. Ich habe mir vorhin erst die Zähne geputzt. Der hat genauso gerochen, die Zahnpasta dort. Obwohl ich Odole habe. Ja, die Schleichwerbung hier. So. Also ist ein komischer Geruch, also. Nee, Leute, also nach Bier riecht das absolut nicht. Das riecht tatsächlich nach Zahnpasta-Wasser. Das ist nicht lecker. Seid denn ihr mögt Zahnpasta? Aber das ist wirklich, das ist Zahnpasta da drin, oder was? Keine Ahnung, das ist die Minze. Aber Minze riecht normalerweise ein bisschen frischer, finde ich. Also ich mag ja auch Minzwasser und so, aber das riecht wie Zahnpasta, ja. Scheiße, na, manchmal haben wir das Verrücktes hier auf dem Kanal, nicht? Na komm, wir probieren mal. Wir sind hart im Nehmen, ne? Machen wir mal hier, komm Freunde. Oh, mir läuft schon wieder das Wasser. Auf euch. Zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. So.
Scheiße. Auf was lasse ich mich hier immer ein? Oh nee. Also es schmeckt besser als es riecht, sagen wir mal so. Der Antrunk ist kein Bier. Wie war denn das? Wie hieß denn das? Das hatten wir auch schon auf dem Kanal hier gehabt. Beck's Eis. Das war, glaube ich, Beck's Eis gewesen, was wir da hatten. Das war auch so komisch. Das war auch kein Bier. Das war so... Ich versuche das gerade noch so ein bisschen zu sortieren, was das sein könnte. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht... Ich kann es nicht. Ich kann es echt nicht. Mit 80% Bier. Ne. Ne. Auf gar keinen Fall, Leute. Mit verbundenen Augen hättest du mir nicht gesagt, dass das Bier ist. Ich hätte das nicht als Bier erkannt. Echt nicht. Ohne Scheiß. Ich übertreibe auch nicht. Wenn das 80% Bier drin sein soll, dann frage ich mich, was ist denn das für ein Bier? Das ist mit Zahnpasta gemischt oder was? Das schmeckt wirklich... Das wird diese Minze sein und die Limette, gehe ich mal stark davon aus. Und das ist so ein komplett, so wie so Wasser, wo so ein Kaugummi aufgeweicht worden ist mit Zahnpasta drin. So in die Richtung geht das. Jetzt überlege ich gerade, ist das erfrischend? Also das hat schon so einen gewissen Zug drauf. Das könnte man tatsächlich recht schnell trinken. Das ist aber auch die Gefahr, schätze ich, dabei, weil da ist wenig drin. Hat ordentlich Alkohol. Also da wirst du schon nach so einem Sixpack da, wirst du schon, glaube ich, ganz gut beballert. Ne? So in der brütenden Hitze draußen. Ich schätze mal so ein Partygetränk für junge Leute. Und dann könnte das was werden hier, ne? Ich weiß nicht, das ist mir irgendwie ein bisschen zu Regenbogenfarben irgendwie. Ich weiß nicht, dann bleib ich doch lieber. Das ist mir ein bisschen zu. Weil es ist so quietschig irgendwie, ja? Da noch nie mal Hopfen. Nee, Leute. Fassen wir mal zusammen. Warsteiner Summer Breeze. Mit Minze und Limette Geschmack. Erfrischend herb. Okay, versuchen wir das mal, wie es da drauf steht. Es ist ein Partygetränk. Es ist definitiv etwas für junge Leute. Absolut nichts für mich, weil dafür bin ich zu konservativ. Ja, wie zu traditionell. Da mag ich einfach diesen Biergeschmack zu sehr. Geht nicht. Komme ich gar nicht mit klar hier, weil das ist irgendetwas, aber kein Bier. Das ist noch nicht mein Biermischgetränk, weil da ist gar kein Bier mehr drin. Selbst die vorigen Biere, die wir hatten, die haben noch ein bisschen nach Bier geschmeckt. Also diese Mischgetränkbiere da. Ein bisschen mehr nach Bier geschmeckt, aber da schmeckt gar nichts nach Bier. Da ist überhaupt gar nichts mit Bier zu tun hier. Gar nicht null. So, und was wir jetzt hier haben, ist irgendein Getränk und eine Flüssigkeit, die extrem nach Zahnpasta riecht. Teilweise auch nach Zahnpasta schmeckt, durch diese Minze- und Limettengeschichte da drin. Und warum macht man sowas? Warum gibt es da wirklich jemand, was das schmeckt? Und was hat denn das mit dem Sommer zu tun? Also habe ich auch nicht so ganz verstanden, Leute. Es wird lustig machen, denke ich. Ein Sixpack weggesüffelt oder so, du hast eine gute Party, ja? Du hast eine gute Stimmung, schätze ich mal. Kommst du gut auf den, ne? Dann bist du gut drauf, bist du gut unterwegs und so. Ja, aber das macht nicht das Getränk, das macht der Alkohol da drin. Genuss sieht meines Erachtens anders aus. Das ist irgendwie was Billiges hingekleckert, wieder reingepackt irgendwie. Und das ist Spaßgetränk. Mehr ist es nicht. Aber das ist absolut weit, 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 weit weg vom Genuss, Leute. Warsteiner, ihr habt doch so eine interessante Geschichte hinter euch. Was ist denn da passiert, ey? Was macht ihr hier für Sachen, ey? Was ist denn da los bei euch jetzt? Irgendwas läuft da schief bei irgendwie bei euch. Ihr wollt auf krampfhaft versuchen, irgendwas für junge Leute zu machen, oder? Mein Gott, nee. Das ist ja... Ah, ne. Bewerte ich mal. Objektiv ein Punkt von möglichen 5/6, subjektiv 0 Punkte. Weil das hat nichts mit Bier zu tun und auch als Getränk, als Flüssigkeit für sich schmeckt wirklich eklig. Es ist das Einzige, was ist, deswegen auch dieser eine Punkt, das Einzige, was ist, ist, dass es witzig ist, einen Schluck mal zu nehmen, mal die Erfahrung zu machen, wie so eine Scheiße schmecken kann. Muss man ganz klar sagen, Scheiße schmecken kann. Das ist einfach billig zusammengemixt, irgendwelche
Aromen da reingebappt, die total nach vorne stechen, die total penetrant schmecken nach Zahnpasta oder ähnliches. Ich weiß nicht, ob der Braumeister das überhaupt mal probiert hat, was er da zusammengebraut hat. Das ist wirklich ein Witz. Das ist ein Witz, das ist ein Gag, ist das. Ja, für eine Saison kann ich verstehen, warum es nur für eine Saison rauskommt. Weil dann macht man den Spaß mal mit, dann trinkt man sich da mal einen Sechserträger an, ist ein bisschen fröhlich und das war's dann auch. Und dann würde ich mal lieber gehen zu den traditionellen Biere. Da würde ich das Warsteiner Originalpilsner bevorzugen, dann wisst ihr auch, was ihr habt. Dann habt ihr nämlich ein Bier und nicht so ein Quatsch da. Gut, Freunde, das war's gewesen hier. Fröhlich, enttäuschend. Ich glaube, ich mache mir jetzt mal ein Oettinger auf, Leute. Echt so. Und es war ein schönes Pilz. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch was. Schönen sommerlichen Tag heute. Ist wieder warm draußen. Bis dann. Ciao. Euer Biersüffler.